hoffen, eure Reaktion. Denn das sind Punkte für jeden Handzenträger einzeln extra. Außerdem achtet darauf, wie die Monster gebaut sind und wie sie sich bewegen. Wir haben eine hervorragende Jury ausgewählt. In der Jury sitzt als erstes Andreas Rubens. Einen riesigen Applaus für den Schönen. Die härteste Sau im Musikgeschäft. Yeah. Außerdem einen Kopf des mehrköpfigen Teams der Kulturfahrschule. Martin Eichler. Yeah. Publikum. Links! Aufkleben! Rechts! Links. Okay, nochmal. Die größere! Die linke! Links. Die rechte! Ja. Okay, das ist die rechte. Von ihr oder von mir aus? Nein. Also. So, und er kriegt natürlich auch eine Markierung. Der Objektraktor. So, wir brauchen nochmal die Frau aus der ersten Reihe, bitte. Riesenapplaus für unsere Dame aus der ersten Reihe. Feucht! Ja! Ein grandioser Lolli-Treffer! Das war fast das K.O. Doch, sie rappeln sich nochmal zusammen, die zwei. Und mit dem Handtäschchen geradeaus. Jawohl, voll ran. Da hat der Schotte kein Licht mehr. Ran. Jetzt ist eure Chance. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Großen Applaus. Und einen kleinen Mettetusch vielleicht für die beiden Wahnsinnigen, die sich getraut haben. Ja, es ist... Jury, habt ihr eure Mitteilung getroffen? Also, wir, pass mal auf. Meine Damen und Herren, ich rufe als erstes in den Ring für den zweiten Kampf heute den Bunnybot. Und wir spielen dazu Mr. Roboto. Der Bunnybot hat den Spezialkampfstil des Hakenschlagens angegeben. Ja, wir werden sehen, wie er das einsetzt. Ich bin sehr gespannt. Der Bunnybot in der einen Ecke wird antreten gegen... ...den Samu Rob. Upload. Der Herausforderer, Samu Rob. So, Freunde, auch ihr werdet nun die Markierungspunkte bekommen. Vielleicht könnten wir davon noch ein paar mehr bekommen. Super, einen hohen Verschleiß haben wir da. So, Meister Samu, dann bringen wir das mal hier auf den Koppel an. So. Und hier ist das ja eindeutig, wir müssen das natürlich auf das wunderschöne Ding da, was du da hast. Das ist wahrscheinlich dein Herz, das er treffen wird. Samu Rob ausgestattet. So, und Bunny Boy wird auch nicht verschont. So, müssen wir gucken. Ja, wo machen wir das jetzt? Ich glaube, hier, da kein richtiger Kopf vorhanden ist, machen wir das Ganze ein bisschen mehr so. Das ist auch sehr schick. So, zeig dich bitte, Bunnybot!
Gegen Samu Wutz, die Wahnsinns-Süppis auf los! Die Jury lässt weiterlaufen. Bodyboard dominiert deutlich mit der Doppelfederfalle. Und da schlägt er seinen Haken. Ah, er schlägt auf das. Und da wieder Angriff. Vorsicht! Bodyboard leicht beeinträchtigt. Und 2, 1, 0. Und die Runde ist aus. Riesenapplaus. Habt ihr die Welt schon mal so brennen sehen hier? Wahnsinn! So, auch ihr habt natürlich eine kleine. Das war schon sehr spannend, aber natürlich nicht annähernd so geil wie Kuhfurt-Lady-Tante. Aber so, das sieht doch stabil aus. Freunde, jeder in seine Ecke, dürft euch eine aussuchen, nur nicht die gleiche bitte. Gut. Zeit, fertig. Zeit. Usenbems. Ja? Zeit? Also. Meine Damen und Herren, wir gehen in die zweite Runde. Ein Bomber! Eine Herausforderung bekommen, nämlich den ehemals in der Jury sitzenden Drachenhammer, Freunde! Drachenhammer! Drachenhammers Spezialkampfstil ist die Hammer-Haken-Technik. Erst haken, dann hammern! So. Du darfst das auch ohne Stier benutzen oder so. Ja. Gut, also Freunde, wir wollen gar nicht lang um den heißen Kreis hier herumreden, sondern direkt mit dem großen, mit dem übrigens letzten Vorrundenkampf beginnen. Gebt nochmal ordentlich Stoff, ihr zwei, ihr seid noch frisch. Ihr wisst, es geht jetzt um alles. 1 bis 3, ihr wisst schon. Alles! Also, Trefferpunkte, das Trefferpunkte-Mädchen kann jetzt punkten. Und nun geht es in die erste Runde für die beiden. Hollywood gegen Karl der Grobe heißt er jetzt. Also, meine Damen und Herren, wir zählen ein. 3, 2, 1, fight! Gehen beide nur an. Bodyboard bindet sich mit seiner gefährlichen Klinge. Wow! Der Kopfstoß vom gefährlichen Karl dem Boden. Ein Schlag gefolgt dem anderen. Die beiden sind auf Anschluss. Ein Punkt für sie nach dem anderen. Auf den Schwanz gehauen. Jetzt geht es los hier. Jetzt haben sie ihre Chance weg. Sie kennen den Gegner. Sie gehen voll ins Fleisch. Hier wird die Schlange aufgeschäumt. Randa! Gefährliche, trickreiche Moves. Man sieht hier, die Vorbereitungszeit war enorm wahrscheinlich. Eine kurze Verschnaufpause. Beide sind außer Atem, aber nicht ohne guten Grund. Denn ich glaube, das ist ein klarer Genickbruch schon mal. Aber der Drachen kämpft weiter. Ja, jetzt gib ihm! Und aus! Die erste Runde beendet, meine Damen und Herren! Riesigen Applaus für die beiden, die haben alles gegeben. Ja, daher mit dem Ding. Komm, danke. Machen wir den Kopf hin.
Das war der Schwanz. Gib mal den Drachen ein bisschen Wasser. Nachnoten. Hier ist es da hinten unterwegs irgendwo. Ich weiß nicht, wo es ist. Er hat sich jetzt hingestellt. So. Wir warten jetzt noch ab und dann gehen wir. Ja, genau. Mund auf. Lustig, oder nicht? So, nicht so frech, ja? So, meine Freunde, Sie hatten jetzt lange genug Zeit, sich auszuruhen, die beiden. Es kann weitergehen. Die zweite, die entscheidende, die finale Runde für die beiden. Freunde, ich komme wieder zu euch, das war schön. Jeder einzelne alles innerhalb weniger Minuten noch vorher schnell gemacht wurden, damit ihr hier dick die Sause erleben könnt. Also, als erstes haben wir hier unseren Samurop mit dem Samurop-Kampfstil vor sich natürlich. Moment, da muss ich kurz ablesen, sonst muss ich, kann ich mich nicht konzentrieren. Also, warte. Meine Damen und Herren! Bella Big Boo! Mit den Waffen der Frauen
nächstes haben wir Holnibot. Auch für ihn ein Applaus, Holnibot, mit der gefährlichen Schnittkanten- und Handkantenschlag und so weiter. Und als nächstes natürlich der andere Typi. Verdammt, sind das viele Zettel. Der Drachenhammer. Und nun kommen wir zu meinem persönlichen Lieblings-Knieschutz-Schoner-Träger. Es ist der einzigartige, unglaubwürdige, unglaubliche Bunnyball! Und an letzter Stelle hier der unglaubliche Schottenbot-Applaus. Mit dem gefährlichen Doppelkeiler. Ja. So. Also, meine Lieben, nun müsst ihr euch der wirklichen harten Probe stellen heute Abend. Ihr müsst euch anhören, was die Jury dazu zu sagen hat. Nein, nein, wir sagen da nichts dazu. Fünfter Platz, meine Freunde! Bunnyball! Ja, Bunnyball! Fantastische Passspiel. Ja, keine Treffer, oder? Nicht so ins Spiel. Echt geil, ey. Jetzt rechn noch mal nach. Die waren ja schon. Platz 4 ist echt geil, ey. Nämlich Bella. Und 51. Und der. Applaus! Wie die denn? Ey, Nummer 1, rechne doch mal nach. Und der dritte Platz. Was sind wir denn jetzt? Samu! Samu! Großer Applaus für Samu! Die Nummer 3 und wir kommen immer näher zum Gewinner. Aber einer kommt noch vorher. Es ist die Nummer 2! Drachenhammer! Drachenhammer! Nummer 2! Ganz fantastisch, ich bin total! Großer Applaus! Ey, hört auf! Nummer 1, die geile Sau. Omnibot. Omnibot. Wer kämpft jetzt gegen wen? Der war schon? Weiß ich nicht. Also, liebe Freunde, die Jury will wieder mal die Regeln ändern. Ich sage, kein Problem. Unser großer Gewinner des heutigen Kampfes kriegt jetzt von mir erstmal die erste Platzverleihung. Und zwar, leih ich ihm eine CD von mir verleihen. Ich darf es behalten. Das fantastische Pelz erstmal. Und eine Pelz-CD, ja? Fantastische Welt aus Ulm. Riesenapplaus! Unser Gewinner! Du hast ja das verdient, ja? Also, fantastisch. Hier, Fisten, ja. Nochmal, nee, jetzt. Okay. Gut. So, jetzt haben wir natürlich die Wahl. Entweder Hornibot geht nach Hause, freut sich jetzt oder schaut sich noch das Klangkonzert da unten an, das in einer Stunde oder so anfängt. Oder ihr entscheidet, dass der Typ in einer Tag-Team-Battle-Metal-Battle ein weiteres Mal antreten muss. Ja, okay. Der hat gewonnen, hat er. Hat er gewonnen.